Servus aus Oberpfalz. Also das ist jetzt der zweite Teil von dem Film, weil ich gemacht habe. Die erste war bei dem Burgstall. Und jetzt bin ich quasi in den Wald rein. Ja. Und also da draußen ist der Acker. Da habe ich mein Auto letztens geparkt und es ist sehr schwer in den Wald zu gelangen, ohne dass man über den Acker rennt. Ja. Genau. Ja, und jetzt schauen wir uns da mal um. Also der Wald ist halt ein Bestattungsplatz gewesen in der Bronzezeit, in der Späthallstatt und in der Frühlatenezeit. Ja, hat man quasi herausgefunden, wann der Bestattungsplatz halt in Nutzen war. Ja, sehenswert ist nicht. Der Wald übrigens schon. Und zu der Zeit war da wahrscheinlich gar kein Wald. Also da hat man weit ins Land gesehen. Ja, nein, die Bäume alle so geil. Ja. Und ja, da ist wahrscheinlich ein Hügelgrab. Nehme ich an. Also das sieht man da so. Aber da haben sie halt ziemlich um den Land gefasst. Ja. Da ist scheinbar auch noch mal mit dem Auto drüber gefallen. Oder halt mit dem Bulldog, keine Ahnung, da geht eine richtige Spur. Und da ist Sterne, weil da alle aneinander gereiht haben. Ja, also die Kieselsterne und so Speckstein. Und das zeigt da, das war wahrscheinlich halt der Aufbau von den Grabhügel. Also da liegt im Endeffekt ein Toter drin. Ja, mit Grabbeigaben. Wenn die jetzt auch noch wegen Blätter um den Anfang mit ihrem Zeichter, dann hast du wahrscheinlich das Ball an der Oberfläche. Ja. So, wie das ist. Da ist das gekesselt halt. Ja, jedenfalls voll gut. Schauen wir mal. Da könnte ein weiteres Grab sein. Nicht so. Sterne. Also was das Besondere ist an dem Grabhügelfeld, ist jetzt nicht unbedingt das, dass halt der Grabhügelfeld ist, weil ein Grabhügelfeld gibt es ja auch, gell? Aber dass so lange Nutzung war und dass jetzt die Gegend da so kultstättenmäßig ausschaut. Ja? Also richtig verzaubert liegt da das Grabhügelfeld drin. Da oben kann es sein, dass da nun mal ein Grab ist. Aber ich gehe jetzt da rein und aber auch nicht mehr rauf. Mal schauen, dass ich dann wieder zu der Straße komme. Aber ist ja wurscht. Siehst du mal, wie es da ausschaut. Ich lasse das jetzt einmal wirken. Da ist scheinbar ein Grabhügel. Und da. Also das ist kein Grabhügel, so länglich, ja. Ich denke, dass das im Laufe der Zeit einfach irgendwelche Leute abgeschlicht haben, dann auf Zeiten geräumt haben halt. Wenn der Nebel liegt, dann hättest du das volle, die volle Location für so einen Blair Witch Grusel. Friedhof der Kuscheltiere, zeig. Da ist also ein Stor und da. Was da mal für, oder ob da eine Kultstätte war, weiß ich nicht, aber der Stor war dann wahrscheinlich auch schon da. Schalen dann keine drauf. Die ersten Schnaken. Super. Ja, und das ist die Straße von Ballersdorf. Geht da rauf, der ist Altenwicht und dann geht es da Richtung Etzdorf.
bin ich über den Stress hergegangen. Da habe ich mir gedacht, geh ich mal schneller, pack ich dir, dass ich dir das zeige. Und jetzt krackel ich wieder da raus. Irgendwie ist ja kein Weg nicht. Zum Auto. Okay, das war jetzt halt was mal Kurzes. Jetzt hast du es gesehen, das ist ein Grabhügelfeld bei Palsdorf. Juhu, also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!